Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Messervideo. Ja, und heute schauen wir uns ein schönes spezielles Modell von Benchmade an in Zusammenarbeit mit ACMA für den deutschen Markt entstanden. ACMA ist ja der Distributor für Benchmade und Spyderco in Deutschland. Und da ist in Zusammenarbeit hier dieses Modell entstanden. Das AFO2 Automatic Knife gibt es ja in den USA schon länger oder halt als ganz normales Messer, aber mit längerer Klinge. Aber wie wir wissen, ist bei uns bei Automatikmessern zwei Beschränkungen. Sie dürfen nur auf der Seite rauskommen, nicht von vorne. Und sie dürfen nicht länger als 85 mm sein. Normalerweise haben wir bei Klappmessern keine Klingenbeschränkung. Zum Führverbot gibt es nur für die feststehenden Messer das Klingenbeschränkung von 12 cm maximal zum Führen. Bei Taschenmesser, sofern sie nicht gegen den 42a verstoßen, dürfen sie geführt werden. Klingenunabhängig, ne? Und Opinel 13, dort liegt keiner Beschränkung. Es ist Zweihand zu bedienen und verriegelt, somit nicht 42 Jahre und hat trotzdem eine riesig lange Klinge. Aber Automatikmesser sieht der Gesetzgeber vor. 85 mm. Darum hatten wir hier hinten im Griff einfach noch ein bisschen Platz, denn diese Klinge musste um 1 cm gekürzt werden, damit sie für den deutschen Markt wieder in Ordnung ist. Und das ist dabei rausgekommen. Eben das AFO2 Automatic Knife 9051 1201 in der Limit Edition und das ist das Modell 91 von 100. Mal schauen, ob wir das irgendwie mal spiegelfrei hinkriegen, obwohl es eigentlich eine schöne Stonewash-Klinge hat. Steht hier noch ganz fein drauf, Limit Edition, 91 auf 100. Hier oben sehen wir den Stahl, sehr krass. M390 Böhler-Stahl wurde verwendet. Oben in der Mitte steht noch ganz dezent Patentnummer, kann man kaum lesen. Auf dem Griff Benchmade USA. Das Griffmaterial ist ein massiver Alugriff in so einem, ja, Coyote-Tan, wie man das nennt. Sehr coole Farbe. Dazu gibt es noch hier ein Holster, in dem man das Messer stecken kann. Das ist richtig cool. Mit Druckknopf finde ich stark. Also hier hinten hinkleppen, dann bleibt es offen. Ja. Kein schlechtes Holster. Hier ist da noch so eine Schlaufe mit dabei. Da kann man das dann hier noch molletechnisch an einen Rucksack oder an was anderes dran fädeln. Und da passt das Messer eigentlich hervorragend rein und mit Druckknopf sauber gesichert. Das Messer an sich hat auch noch hier eine Sicherung. Dann geht der Buttonlock hier nicht rein. Nach hinten ziehen und dann knallt die Klinge hier wieder raus mit einer Power. Das ist wirklich unglaublich. Erinnert mich so ein bisschen an die Protec-Messer. Protec. Vielleicht steckt da ja ein bisschen Technologie von denen drin. Aber richtig fetter Bums kommt die Klinge hier raus. Es wirkt halt ein bisschen komisch, dass der Originalgriff ist mit einer Zentimeter gekürzten Klinge. Ich denke, das Klingengriffverhältnis sieht beim Original AFO dann etwas besser aus, wenn es eine 95 mm Klinge hat. Aber gut, da haben wir natürlich in Deutschland keinen Spielraum. Das darf nur 8,5 cm sein. Was hier wirklich nicht gefällt, ist, dass nochmal hier auf der Klinge mittendrin das große ACMA-Logo aufgelasert wurde. Das hätte man vielleicht dort dezent daneben einen Benchmade platzieren können. Das ist ein bisschen arg heftig. Das ist nicht schön. Sonst wirklich ein cooles Automatic Knife mit einer super Handlage. Das ist ein richtig klasse Griff. Und hier hinten dieser Abschluss, dieser Backspacer hier endet hier noch in einem Schlagstück. Ob man das als Glaszertrümmerer verwenden könnte, weiß ich nicht. So als Glasbrecher vielleicht nicht spitz genug, aber ja, man kann vielleicht auf irgendwas drücken oder irgendwas damit zertrümmern. Und man schont da natürlich die Aluminiumgriffschalen, die ja wahrscheinlich etwas empfindlicher sind wie dieses Stück Stahl hier hinten drin. Clip, ja, nichts Besonderes, schön schwarz-matt, sitzt ein bisschen hoch, also Deep Carry ist hier nichts, aber man kann ihn umsetzen hier auf die Seite, dann sitzt es noch ein bisschen, sag ich mal, tiefer. Für die Linkshandfraktion lässt sich es natürlich auch auf alle vier Positionen umsetzen, auch auf der anderen Seite,
Also da ist man recht flexibel. Hier hat man noch ein Lanyard-Hole. Ich denke, hier wäre es ganz sinnvoll. Tip-Down, ziemlich tief. Krasses Teil. Wir haben etwas knapp über 3 mm Klinge. M390, cooler Stahl. Ja, klasse Teil. Buttonlock immer in richtig massiver Ausführung. Was natürlich klasse ist beim Automatikmesser, weil du mit diesem Buttonlock einfach den ganzen Vorgang steuern kannst. Das Lösen, das automatische Verriegeln und auch wieder über den Knopf das Freigeben der Klinge. Hält sie im offenen und im geschlossenen Zustand drin und gleichzeitig der Auslösemechanismus. Und hat richtig Bums. Hat ein richtiger Rückstoß, wenn die Klinge hinten aufschlägt. Knallt so richtig fett raus. Ja, so ein massiver Anschlag nochmal aus Stahl. Ich glaube, wenn die Stahlklinge mit dem Bums hier immer auf das Alu schlagen würde, das würde auf Dauer nicht gut ausgehen. Ja, über die Schraube ist ja nochmal so ein Stahleinsatz, schön flach, wo dann eben hier die Klinge aufschlägt. Krasses Teil, ja, in den USA als taktisches Kampftaschenmesser platziert. Gibt es auch in Schwarz und mit Wellenschliffen. Ich glaube, die haben es normalerweise mit 154 cm. Für die Version wurde M390 genommen und gibt 100 Stück davon. Ja, cool. Okay, das war schon. Krasses Automatic Knife, extra German Legal, in Deutschland legal zu besitzen. Das auf der Seite rausspringt und unter 85 oder halt nur 85 mm Klingenlänge hat. Das Benchmade AFO 2 Automatic 9051 1201 in der ACMA Limited Edition für Germany. Jo. Cooles Teil. Sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli. Mach's gut. Ciao.